Hallo Leute, das ist eine Videoantwort für die Junkers Filmschmiede. Ich werde mir heute was kochen. Und ich habe mich mit Frank Buschwival verabredet. Buschwival. Hallo YouTube. Verabredet. Hallo. Und der hat mich beim Cash besucht, den es nicht mehr gibt. Und dann sind wir zu meinem Shelter. Und jetzt geht's ran ans Kochen. Ich habe schon mal Öl warm aufgesetzt und hier kochen schon ein paar Karotten drin. Jetzt mache ich mal Pause, damit das Video nicht so lang wird, und schnippel weiter und dann kommen dann die Zutaten da rein. Bis dann. Also, jetzt sind die Möhren frittiert. Jetzt muss ich aufpassen mit dem Wasser. Das ist jetzt der Nachteil, wenn man anschließend Wasser reingießt, aber es funktioniert beim Wok ganz gut. Und jetzt werden die Spaghetti gleich, wenn das Wasser kocht, reingelegt und dann wird alles zu Ende gekocht. Ich melde mich dann wieder. So, jetzt kocht das Wasser und jetzt kommen die Spaghetti rein. Das Tolle beim Wok ist, man braucht nicht so lange warten, man kann die wirklich schön hier reindrücken. Und der Wok ist ja wirklich leicht. Und dann kann man schon den Deckel wieder drauf. Das ist ziemlich wichtig, wenn man so eine kleine Flamme nur hat. Also einen Deckel drauf. Alles ein bisschen durchweichen lassen und dann ins Wasser tunken. So, während der Kochtopf in den letzten Zügen hier liegt und dass die Spaghetti quasi dieses ganze Wasser rausgekocht sind und die jetzt noch quasi ein bisschen angebraten werden am Ende. Der Brenner ist auch schon in den letzten Zügen. So, dann kommt jetzt der Thunfisch dran in Öl. Und das kennt ihr ja alle. So. Und weil morgen Feiertag ist, kann ich heute was mit Knofi machen. Ah, lecker, lecker. Und das macht auch die Soße wesentlich einfacher. Oh, der hat sich angesaugt. So. Jetzt wird alles mal untergerührt. Gleich kommt der Thunfisch, der ist ja auch gleich fertig dazu. Und dann können wir essen. Und jetzt ist es soweit. Ich habe den Thunfisch untergehoben. Und jetzt essen wir ihn. Und weil es an Tellern mangelt, nehmen wir einfach den Wokdeckel dazu. Also, guten Appetit. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Benjamin. Gern geschehen. Also, alles Gute dir und viel Erfolg weiter auf deinem Kanal. Und sagen wir mal zusammen, tschüss.